So, warte mal, jetzt müssen wir zum Mason Motel. Wasserturm? Wir waren schon beim Wasserturm? Ach nee, Mist. Hier wurde die Übersetzung verwechselt. Das ist der Wasserturm, das ist die Tankstelle. Das ist die Tankstelle. Okay, die Frames beim Spiegel sind noch besser. So, gibt's hier irgendwie was? Hier waren wir noch nicht, ne? Hier gibt's ein Auto. Hier noch ein Teufelskerl. So, gibt's hier Batterien? Hier ist noch ein Teufelskerl. Noch einer. Warum hat er so viele Teufelskerle hier? Here's a flyer that reads 31. Oktober 1974 Pajama Halloween Party at the Williams Cabin. Dresscode White Pajamas. Hätte ich das mitnehmen können? Nö. Gut, gehen wir mal weiter. Ist niemand da. Aber ja, die Übersetzung wurde da verwechselt. So, jetzt sind nur noch Friedhof und Mason Motel übrig. Dann haben wir. Ne, was ist das da? Da fehlt noch was. Gegenüber vom Schrottplatz. Vielleicht auch unterm Schrottplatz irgendwie. Alles klar, Falli. Dann dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Danke, dass du vorbeigeschaut hattest. War mir auf jeden Fall eine Freude. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir werden diese Spiele heute nicht schaffen, zu Ende zu spielen. Aber eventuell Mittwoch und wenn's und danach dann vielleicht noch am Sonntag. Aber dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal, Falli. So, Motel ist da vorne. Motels, die sind auch nie gruselig. Können wir hier jedes Zimmer betreten? Nee. Irgendein Zimmer? Ich habe da gerade Stöhnen gehört. Warte mal.
Der holt sich da einen. But Mom, I'm not doing anything. I'm only watching. Take that hand out of your pants, young man. If I see you touching yourself one more time, I'm gonna cut that thing off and throw it to the dogs. But I swear, Mom, I'm not doing anything. I was just watching TV. You're watching her. I know what you're doing. You better stop or she will end up like all the others. No! Mom! Please, Mom! No! Please! Alter. Benta Mason, Motelbesitzer. Du meine Güte, er hat masturbiert, während er durch das Guckloch geschaut hat. Er könnte psychisch gestört sein. Ich hab ihn ab und zu mit der Stimme einer alten Frau sprechen gehört. Ich frage mich, wo seine Mutter ist. Ich habe einen Flyer über eine anstehende Halloween-Party gefunden. Interessant daran ist, dass alle Gäste weiße Pyjama tragen werden. Das erinnert mich an das Märtyrer-Gemälde von El Greca. So, Schrottplatz. Was er da drüben wohl baut. Vielleicht wird er es mir zeigen, wenn ich ihm bringe, was er braucht. Ziefer Bonaparte. I found him the processor he was looking for and got a wrench in return. Now he wants a pair of batteries. Maybe there's some in my room. Kann ich hier rein? Einmal Bescheid sagen. Hier, der ist da am Wichsen. Alter, dieses Klatschen stört mich ein bisschen. Vor allem er ist der Motelbesitzer. Die arme Person, die da am Duschen ist. Ich kann nichts machen, um zu warnen. Ich hoffe, ich kann ihn bei Gelegenheit aus dem Verkehr ziehen. Denn wenn ich jetzt gerade nichts machen kann. So ist. Da geht's zum Friedhof. So, it's the Winter Hill Cemetery. It includes a small pet cemetery section. Oh, ein kleiner Abschnitt für Haustiere. Verstorbene Haustiere. Okay, dass Haustiere hier beerdigt werden können, finde ich auch schön. So, wenn die nicht mehr am Leben sind. Ist immer schade, wenn die dann im Garten begraben werden müssen oder so. Jetzt in the middle of the cemetery there is a small mausoleum. Kann ich hier. Hier gibt's was. Wie viele gibt's denn von den Dingern? Jetzt ernsthaft, wie viele haben wir schon? 29.
Okay, wir haben jetzt eigentlich alles besichtigt. Außer den Platz da unten. Ich gehe noch mal zum Schrottplatz. Mache hier eine Schnellreise. Und gucke mal, ob wir da so hin können. Versteck. Hier ist ein Versteck. Versteck von wem? A very secret looking hideout. I wonder who built this. It's quite close to a cliff. So, jetzt haben wir 30 von den Teufelchen. Wessen Versteck ist das? So, wir müssen jetzt aber zur Kirche. Und das eine Ding da. Niedermähen. Dann wir den zweiten Reiter der Apokalypse haben. So, was waren noch mal die Reiter der Apokalypse? Hunger, Tod, Krieg und Pest, glaube ich, war das. Kann das sein? Ich glaube, das waren die vier Reiter. Und der Tod war glaube ich, der stärkste von denen. Weil der Tod quasi von allen anderen drei Reitern profitiert hatte. Weil der Tod hatte profitiert vom Krieg, weil da Leute sterben, Menschen, Tiere, alles. Von Pest bzw. Krankheit hatte der Tod profitiert, weil da auch Menschen, Tiere und Pflanzen sterben und was weiß ich noch alles. Und Hunger quasi. Beziehungsweise was die Not und so weiter, Hungersnot und so was angeht. Da sterben auch Menschen, Tiere und Pflanzen, wenn die kein Wasser bekommen, so oder ihre Nahrungsquellen. Also die ernähren sich ja auch von Luft, Wasser und Sonnenstrahlen. Und der Tod hat quasi verbindet die alle, vereint das alles, beziehungsweise der Tod kommt so oder so. So, wenn wir das Kreuz da abreißen, können wir dann die Kirche betreten? Hatten wir die nicht auch? Jetzt haben wir 31. Ein Schraubenschlüssel. Ah, ne, ich habe den jetzt nicht ausgerüstet gehabt. So, jetzt. Schrauben lockern.
4 von 4. Seems like you done good. Or at least something. Starting to rain. Maybe we should go in? I would think twice about this. You again? Maybe you should mind your own business. You know, it doesn't have to be like this. It doesn't always have to be this cliched thing about the good versus the bad. There's still a chance for you both. Even the most difficult sins can be repaid. Be careful, Lucius. This guy's got some tricks up his sleeve. This is most likely a ploy. Jack, I understand your pain, Jack. Having your doubts about the Lord, difficulties trusting him again. You will have to understand that sometimes some things cannot be helped. Not everything that happens is his will. You were easily chosen to shepherd this boy. Are you really so blind that you cannot see how it was all decided for you long ago? He does carry the seed of the demon in him, but not all of him is purely evil. There's some things they overlooked about his mother's family. Anyway, you already know there could be a place up there for you. Imagine the irony. Devil's son ends up in heaven. It's not your fault, man. Okay, das ist ein bisschen überdramatisch. Also genau so. Er steht daneben und die mit Vollgas. Fuck him. Scheiß auf. Stay away from that guy. He's just trying to trick us into their games of this biblical bullshit. We know what we need to do here. Let's find a way to make das Abendmahl hat begonnen und einige der Bürger versammeln sich in der Kirche. So, wo ist die Maus hin? So, Kirche. I found some papers from the... Ah ja, okay, das kennen wir. Gabriels Haus. Ich habe den Schlüssel... Ja. Eine Sache fehlt uns noch hier zu entdecken. So, aber jetzt können wir hier rein, ne? Und er sagt nichts, dass hier das Kreuz einfach auf dem Boden liegt. So, was jetzt? Das Abendmahl sollte bald beginnen. Ich kann warten, bis sie alle abgelenkt sind. He will take control of us and feed on the weak. We must resist the temptation that he lays before us. We must keep our minds. Dass denen nicht aufgefallen ist, dass hinter das Kreuz da runtergefallen ist. So, gibt's hier so eine Teufelsfigur? Look deep in your heart and beg for forgiveness. The Lord shall take those to his kingdom who repent, those who wish to be pure again. Even the most wicked can be forgiven, no matter how large the sin. Ask for forgiveness and you shall receive. Was haben wir da? A bunch of Bibles. I would surely gain some strength by disgracing them. Ich muss warten, bis sie alle beschäftigt sind. Gibt's hier oben noch was? So,
Muss warten, bis sie alle beschäftigt sind. Auf was genau warte ich? Now, gather with me for the communion. We remember how on the night he was to be betrayed, Jesus gave a special meal. Er veranstaltet ein Abendmahl in der Kirche. Irgendwie fühlt es sich so an, als wäre alles gegen mich gerichtet. Er soll der zweite Reiter werden. Werde ihm zeigen, was ich wirklich bin. Okay, die sind jetzt alle beschäftigt. Pour out thy spirit upon this gathering, this table, this meal, as we eat and drink and fellowship with each other. May we be filled for the future. Amen. Ein paar weitere religiöse Gegenstände könnte mir die Kraft geben, die ich brauche. Foto von einem Vater, die Cosimo. This is Father Di Cosimo. Oh! In loving memory. In den Gedenken an Vater Di Cosimo und Vater Legel. Geliebte Menschen gehen niemals fort. Sie begleiten uns Tag für Tag, Sekunde für Sekunde. Ungesehen, ungehört, doch stets am gleichen Ort. Geliebt, vermisst und für uns da. Selbst in dunkelster Stunde. Foto von Vater Legel. Good afternoon, miss. I'm Father Legel of the Winter Hill Diocese, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Hoppala, das waren wir, glaube ich. Ah, hier. Hier war das, wo der eine Polizist mit einem von denen geredet hatte. Und das hier ist tatsächlich so eine Teufelsfigur. Sie herunterwerfen. Eins von sieben. Wo gibt's noch mehr von denen? Wir müssen sieben Stück runterwerfen. Hallo. Hallo. Wie finde ich jetzt die restlichen? Ich weiß, hier oben gibt es noch ein paar Bibeln. Hier. Zwei von sieben. Die kann ich nicht umwerfen. Oh, herunterreißen. Okay, solche Dinge auch. Gibt's hier noch sowas, was hängt? Hallo. Hier ist noch eins. Herunterreißen. Vier von sieben. So, hier 5 von 7. This do in remembrance of me. Gracious God. Pour out thy spirit. Hier unten? Amen. Ja. Gibt's hier noch irgendwo was zum Entweihen?
Wo könnte noch was sein, das wir entweihen können? Ich kann das Kreuz hinter Gray nicht sehen. Vielleicht kann ich ihn mit einem Geist dazu bringen, sich ein kleines bisschen zu bewegen. Ah, okay. 6 von 7. Okay, hier muss irgendwo noch eins sein. Ah, da. Okay. Er wird jetzt unser zweiter Reiter. Szenen hier irgendwie. Oh, hello, son. Anything I can do you for? Das reicht eigentlich schon, damit die entweiht sind, einfach auf den Boden geschmissen werden? Is everything okay? Did you need something? Are true. You are a demon of some kind. A demon sent from hell to torture the living. A beast that will bring forth death and suffering. Ja. He will take thy wicked soul and wir haben ihn dazu gebracht, die Bibel wegzuwerfen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. So, Give us this day our daily bread. Zünden wir ihn einfach an. Thy kingdom come, thy will be done. No, 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 please, please.
understand how you get them here. Oh, da haben wir die vier Reiter. Hm. Seems like it's not working. Maybe we're missing something. Jesus Christ. Kapitel abgeschlossen. Nice. Fucking Christ, this shit's making my skin crawl. I thought I was ready for this shit, but I guess once you see it with your own eyes, it all becomes much more real. I need a drink. Ich denke immer noch, er hofft sich dadurch, seine Familie wiederzusehen. Okay, der hinterfragt irgendwas. Kapitel 3, das Gleichgewicht. Oktober 1974. He should be up by now. You awake? We have a busy day ahead of us. Wir sind aber nicht da. Doch, da sind sie. Jesus! God damn it! Shit! So, Tod vom Prediger. Prediger A. Cooper. Ein Mitglied des Klerus. Diese Ratten stehen mir immer im Weg und versuchen alles zu ruinieren. Er gehört zur selben Kirche wie die zwei Priester, die ich zusammen mit dem Anwesen niedergebrannt habe. Er ist mir bestimmt schon auf der Spur. Er veranstaltet ein Abendmahl in der Kirche. Irgendwie. Ja, okay, das kennen wir schon. Okay, dieses Dings bedeutet, wir müssen die töten mit dem Kreuz. Er wird auch noch sterben müssen, okay. Der wird noch sterben müssen. Er ist schon tot. Er ist schon tot. Die werden noch sterben. Okay. Er wird noch sterben. Der wird noch sterben. Sie wird noch sterben. Er wahrscheinlich nicht. Ein eigenartiger Kerl mit einer seltsamen Ausstrahlung. Gary Freeman. Er wird noch sterben. Okay. Er wird wahrscheinlich nicht sterben. Er wird nicht sterben. Warum er nicht? Oder uns fehlt Fortschritt, was die angeht.
Aber ich würde hier beim nächsten Mal weitermachen wollen. So, für YouTube sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Lucius 3. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Lautstärke gerade passt oder so. Dürft ihr mich gerne darauf hinweisen. So, und wir wollten jetzt den nächsten Prediger L. Cooper. Alle anderen sind weg, nur er und ich sind übrig. Mal sehen, ob ihm sein Gott jetzt noch helfen kann. Genau, wir wollten jetzt den nächsten Reiter der Apokalypse holen. Regensound ist weird. Das ist ein Waschbecken. Und hi Freddy. Das ist ein Waschbecken. Sorry about that. You scared me over there. I guess that might be a common problem for you, huh? Ja, passiert öfteres. Ich erschrecke. Klingt wie furchtbares Look, Traum. I need to head to the office. Da gebe ich dir recht. You can come along or just do whatever you feel like doing. However, I think we should figure out what our next objective is as soon as possible. So try and keep that in mind while you wreak havoc around the town. Ja, jetzt ist Waschbecken auch aus. And to be clear, that was just a joke. I think we should maintain a low profile as long as possible. I realize the bodies are starting to rack up, but so far I think we're very much getting away with murder here. Let's not throw that away just yet. Yeah, I better get going. Can you clean up that spill in the room there before you leave? Es wäre schön, wenn er... Immerhin hält er jetzt die Klappe. So, alles klar, Freddy, dann gleich viel Spaß beim Sport. Ja, letzte Woche, ich habe das irgendwie einfach gar nicht hingekriegt, zeitlich. Da war bei mir einfach viel zu viel los gewesen. So, was wollte er jetzt, dass ich mache? Jack hat mich gebeten, erst den verschütteten Kaffee in meinem Zimmer aufzuwischen. Wie? Er hat den Kaffee verschüttet, das weiß ich noch. Jetzt kommen wir hier nicht hoch. Er hat den verschüttet und ich muss das aufwischen. Konzentrieren. Ich dachte schon, wir brennen jetzt die Hütte nieder, damit der Kaffee weg ist. So, der Reiter ist mit einer Waage abgebildet. Ich sollte Beweise finden, die der Beschreibung entsprechen. Einen Richter oder einen Anwalt oder sowas, würde ich mal sagen. Das wird der nächste Reiter unserer Apokalypse. Ich bin mal so nett und mach hier zu. Ausbrennen ist die Lösung auf jeden Makel. Ja, da. Oder Rabengift. Damit wir mehr Herzen haben. Ich habe immer noch keinen Plan. Wofür sammeln wir die? Wofür? Herz eines Raben. Damit kann ich seine Seele beschwören. Ja. Beschwören, Ed. Oh! Okay, die Frames gehen, das freest ein bisschen ein. Okay. Werden wir erstmal zum, die Musik ist geil. Was kann ich jetzt als Rabe, außer fliegen? Ich stürze mich meinen Tod, was passiert? Okay, da passiert nichts. Ein stabiler Rabe auf jeden Fall.
werde ich das wieder los mit F. Was er da drüben wohl baut? Vielleicht wird er mir jetzt... Ja, okay. Was braucht er nochmal? Okay, das war cool. Das hier braucht er, glaube ich, oder? Nee, das nicht. Die Dinger. Missing Translation. So, Ausbrennen ist die Lösung auf jeden Makel. Rückenschmerzen, ausbrennen. Ohrenschmerzen, ausbrennen. Du willst meine Unterstützung? Ausbrennen. Nee, warte, dafür holst du mir 5 Empfehlungsschreiben. Oh Gott, die 5 Empfehlungsschreiben. So, ich will das Ding haben. Drahtschere, damit könnte ich Draht durchschneiden. Will der nicht das hier haben? Seine Bewegung, die ist so creepy. Ich glaube, ich brauche mehr von diesen Dingern. Und noch mehr. Umso mehr Herzen wir haben, umso besser. Obwohl, ich glaube, ich werde den Krähenflug oder Rabenflug erstmal nicht noch einmal machen. So, Map. Wir haben ja schon alles besichtigt. Versteck, Schrottplatz. Ich würde nochmal zum Rathaus gehen. Die Musik gerade. Aber ja, haben wir auf jeden Fall dann den Rahmenflug auch mal ausprobiert. Kann ich hier querfeldein? Oder werde ich dann resettet? Okay, jetzt ist wieder so ein Rauschen. Aber echt, diese Stadt ist... Okay, Survival geht los. Die Survival-Musik ist schon da. Das heißt, wir müssen jetzt Bäume kloppen und hier ein Haus bauen. Und für Nahrung sorgen. So, aber ich würde jetzt erstmal wirklich zum Richter gehen. Zum Rathaus. Ja, okay. Warte. Noch ein Herz. Umso mehr Herzen, umso besser. Auch wenn wir die wahrscheinlich eher selten benutzen werden. So, wir suchen jetzt jemanden mit einer Waage. Das soll unser dritter Reiter werden. Oh, hier drin ist sind Herzen verboten. Schade. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Merkwürdige Wackelköpfe, die ich gefunden habe. Ja, damit kann ich aber nichts machen. Ich behalte erstmal den hier bei mir. So, wer könnte hier eine Waage haben? Gabriel? Good evening, Lucius. Ja. So, was ist jetzt? Missing Translation. He's one of these people that keep turning up always in places where they are least wanted. Okay, aber zu Gabriel wollte ich jetzt nicht. Der Bürgermeister, da können wir jetzt nicht mehr rein. Schade. Ist hier eine Waage? Eine Waage.
Da haben wir sie. Kann ich den... Ich kann da... Da ist sie doch. Okay, der Reiter ist mit einer Waage abgebildet. Ich sollte Beweise finden, die der Beschreibung entsprechen. Ja, da ist... Da ist doch Beweis. Wessen Zimmer ist das? Judge. Tatsächlich, ja, habe ich. Ist zwar auch schon Ewigkeiten her, aber dass er nicht mehr in den Streams und so weiter da ist und so weiter, hat Gründe. Da wussten halt wenige jetzt Bescheid. Aber es hat Gründe und so. Und wir wünschen ihm alle auf jeden Fall das Beste. So, also keine Sorge, er lebt noch. Da ist jetzt nichts Schlimmes vorgefallen. Es hat auf jeden Fall Gründe, warum er sich jetzt von Social Media komplett distanziert. Okay, wer könnte noch eine Waage haben? Sie vielleicht? Oh, hi there. Is there something I can help you with? Sieh mal, dass There's die Schule no school noch nicht... today, you know. You get to prepare for Halloween this year. I'll be here all day. Sie meinte, dass die Schule noch nicht angefangen hat und las englische Literatur. Ich frage mich, welche anderen Sprachen sie kennt. Interessiert sie nicht? Okay. Wir haben schon 33 von den Dingen. Wie viele gibt es hier davon, von diesen Wackelköpfen? Bestimmt 100 Stück und die muss ich alle finden. Vorher beende ich das Let's Play nicht. Warte mal, da wohnen wir, oder? Ne, Freeman. Da wohnt Freeman. Ist der gruselige alte Mann noch da? Die Kinder sind auf jeden Fall nicht da. Hier noch so ein Frauenmagazin, die dem Mann gehören. Geh mal nach oben. Ich habe leider vergessen, wer der Richter war. Ich fand das aber cool beim letzten Mal, wo wir versucht hatten, in die Kirche zu gehen, hineinzugehen, und wir dann einfach da nicht rein konnten, weil da so eine Barriere war und wir mussten alle Kreuze umdrehen, damit wir durch können. You're full of crap. You're full of crap. Kann ich den töten? Muss doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit geben. Okay, der gruselige Vater ist nicht mehr da. Hatte ich die hier nicht eingesammelt? Tauchen die in jedem Kapitel nochmal neu auf und ich muss die in jedem Kapitel nochmal neu einsammeln? Da ist auch noch einer, oder? Nee. Sah nur ganz kurz so aus. Okay. Da ist der gruselige alte Mann. Who do we have here?
an sich cool, wenn Kinder sowas lernen. Die Frage ist nur, lernt er das freiwillig oder wird der Junge gezwungen dazu? So, wir sind hier, MacGuffin, Haus des Bürgermeisters, Haus von Richter Jack, Richter Jackson, genau da wollten wir hin. Dem Richter, der hat ja eine Waage. Also, zumindest in seinem Büro ist eine Waage. War das in seinem Garten, wo wir hier reingekommen sind, als wir das Spiel angefangen hatten? Echt, die Straßen sind aber auch wirklich sehr, sehr dünn. Jo, wir können hier rein. Ich habe das Haus des Richters unverschlossen aufgefunden, aber es gibt kein Anzeichen von ihm. Ich sollte mich umsehen. Unverschlossen? So, eine Flasche Milch bedienen wir uns schon mal. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Alles mitnehmen. Das habe ich seit Lucius 1 gelernt. Alles mitnehmen. Egal, ob es wichtig ist oder nicht. Irgendwann wird es wichtig. Oder Lucius 2 kannst du jemanden an den Kopf werfen. Diese Akten offenbaren einige interessante Verbindungen zu meiner Familie. Missing Translation. It seems that he indeed was a friend of my grandfather's. I've also found some ties to the Wagner Corporation. I wonder if he was taking money from our family. Okay, der hatte mit unserem Vater zu tun gehabt und wahrscheinlich auch Geld bekommen, damit der mal wegsieht, gehe ich mal von aus. Auch nur so ein Teufelchen. Hä? So, hier, please stand by. Ein Foto von meinem Großvater Fabius. Das ist komisch. Sie kannten einander. Dieser Ort ist voller Fotos von Fabius. Also müssten sie sich gekannt haben. Ich frage mich nur, wie gut. Schließlich war es Fabius, der den eigentlichen Pakt mit Lucifer geschlossen hat. Und es war Fabius, der die geheime Ritualkammer unter unserem Zuhause eingerichtet hat. Stimmt, Großvater, nicht Vater. Ein Buch mit dem Titel Der Herr. Ein Buch mit dem Titel Erkennen. Ein Buch mit dem Titel, mit dem eigentlichen Titel Designen. Missing Translation. I see this one sentence written all over the place. I wonder what it means. I should find it out. Warte mal, hat er auch einen Pakt mit dem Teufel gemacht? Ein Gemälde mit Satz Caedite Eos, Novit Emin Dominos Qui Sunt Eos. Ich glaube, das könnte bedeutsam sein.
Oh, warte mal. Backup-Figuren 38. Geheimnisse 1. 7 Siegel. 8. Wir haben 8 von der 7 Siegel? Hä? So, an old newspaper article. It reveals some interesting details about the family's past. Ich schätze, er hat einen interessanten Weg gefunden, gegen den Clan zu kämpfen, indem er sich dem Okkulten zugewendet hat. Das kann ich respektieren. Wenn die das brennende Kreuz fürchte, wenn du das brennende Kreuz fürchtest, warum drehst du es nicht einfach um? Ja, so einfach. Wenn es nur so einfach. Ein Foto von meinem Großvater auf seinem Nachttisch, das lässt mich den Umfang ihrer Beziehung hinterfragen. Es könnte sein, dass die Dinge zwischen meinem Großvater und dem Richter tiefer gingen, als irgendjemand gedacht hätte. Das könnte den Pfad an Luzifers Seite erklären. Mein Vater diskriminiert Leute nicht aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung. Gott ist es, der das tut. Wird man deswegen dann automatisch zu einem Satanisten oder wie? Was will mir das Spiel erklären? Warte mal. Designen? Erkennen? Wo ist das letzte? Gibt's hier noch ein? Ein Buch mit dem Namen Tötet sie. Dieses Buch gefällt mir. Gibt es da noch eins? Warte mal. Der Herr? Erkennen? Designen und tötet. Oh, warte, hier ist noch eins. Wird. Gibt es hier noch eins? Vielleicht ein. Damit das irgendwie ein Satz wird? All the rising sun.